Oh, GZ, Robson, Hype. Die Festung von Svermgard, mein Ziel. Schon zu lange wurden die wahren Krieger unter den Wikingern von den Ketten sozialer Zwänge zurückgehalten. Von Familien, von Gesetzen. Jetzt würden wir ihre Tore einreißen und ihre Welt auf den rechten Weg zurückbringen. Svengard. Ihr schaut, Leute. Normal. Normal oder schwer? Soll ich eine Runde auf schwer probieren? So realistisch, an das traue ich mich halt echt nicht. Keine Ahnung. Da hat man keinen UI. Also man sieht nicht, von wo die Leute angreifen. Das ist... An das traue ich mich noch nicht, aber an schwer können wir schon mal probieren. Dass das nicht so easy peasy ist. Das finde ich cool, dass man das in-game einfach oder vor jeder Mission halt einfach ändern kann. Probieren wir's. Oh, wir spielen wieder mit dem Wächter. Der Wächter kam nach Aschfeld, um eine Sache zu finden, für die es sich zu kämpfen lohnt. Doch das erwies sich als schwierig. Auf geht's, Wölfe unter Schafen. Tommy, so, ich nehme realistisch, unabsichtlich Szene wechseln, leicht auswählen und dann, puh, war schon. Das wär's. Man würde sich so selbst anlügen. Dann könnte ich mich nicht mehr, dann könnte ich mir hier nicht mehr Fragen. Im Spiegel anschauen. Herrin, warum diese Festung? Sie sieht aus wie ein einfaches Lagerhaus. Das ist sie. Und deshalb sind wir hier. Diese Barbaren. Sie sehen aus wie ein nettes Volk. Sie umarmen sich, als wären sie alle verwandt. Aber das ist nur Fassade. Ich weiß nicht. Bei Nacht fallen sie mit ihren Messern übereinander her. Wenn es Wölfe unter ihnen gibt. Sollten wir sie nicht loslassen? Nun hatte ich neue Fragen. Fragen, die noch schwerer zu beantworten waren. Es ist schon ein bisschen so eine kleine Fanatikerin. Katapulter! Haltet die Ramme in Bewegung! Zweifel bedeuten das Todesurteil. Doch Zweifel sind Teil der Aufrichtigkeit. Es ist schwerer, ein bewegliches Ziel zu tun. Haltet die Ramme in Bewegung! DC Hotti, Servus! 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 Oh, der kann das nicht. Oh ja, der kann das schon. Oh, es ist echt wieder ein komisches Gefühl. Den zu spielen. Oh shit, meine. Oh! Ey, hallo! Oh shit, der zerstört mich. Stimmt, wir haben ja eins hochgestellt jetzt. Es gab nichts, was ich tun konnte, außer die Ramme zu schützen und zu hoffen. Da war schon der erste Gegner. Ich meine Probleme hatte, gleich der erste. Das sind wieder kleine Hobbits. Schützt die Ramme, haltet sie in Bewegung!
So, warte mal, ich schau noch mal Aktionsleiste. Stoßtruppangriff, Zorn des Wächters. Ich glaube, das war der. Ja, das war der. Zustand der Ramme, warum? Wer greift die Ramme an? Hallo? Hier. Na, das ist. Wie geht's, Hotti? Alles gut? Darf ich? Schützt sie mit eurem Leben! Hallo. Trägt Deck zusammen. Was heißt das, Lord Peon? Auf Dänisch, oder? Irgendwas, guten Tag zusammen. Wir waren tief hinter den feindlichen Linien. Es gab keinen Weg zurück, nur vorwärts. Alles gut soweit und selbst? Ja, auch alles super, danke dir. Sagst du auch PlayStation 4 oder wie kommst du jetzt zu For Honor? Ja, PlayStation 4 ist das. PlayStation Plus. Auf PlayStation Plus ist ja jetzt kostenlos. Schauen wir sich mal an, warum nicht? Ich hatte es irgendwie immer im Auge, aber ich weiß nicht, der Vollpreis, den Vollpreis wollte ich nie irgendwie zahlen, weil mich nicht so der Multiplayer angesprochen hat. Also mich reizt der jetzt nicht so. Ich werde ihn mal ausprobieren, vielleicht macht er ja Spaß, aber oh shit, ich muss aufpassen hier. Was war das? Ja, was macht die? Oh, wie sie durchtreten. Warum geht das nicht? Jetzt aber. Norwegisch ist das. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Ah, geil. Hast ja auch vorgestern geladen und kriege original überhaupt nichts hin. Ja, es ist, ich glaube, das Spiel hat, also da kann man schon sehr viel lernen. Ey, Cream Fresh, servus. Feier ich, was feierst du? Ich war damals total gehypt, hab dann die Beta gezockt und war mega enttäuscht. Ja, die Beta habe ich nicht gespielt. Benutze bei aufgeschaltetem Gegner einen schweren Angriff als letztes. Ja, das wissen wir. Ja, das kennen wir, ja. Ist aber nett, dass sie mir das immer wieder anzeigen. Diesen Tipp. Vielleicht, weil ich es nicht hinkriege. Das kann natürlich sein. Ja.
Mannschaft. Ey, mich hat wer beschossen. Und zack und jawollek. Aber auf schwer macht es schon ein bisschen mehr Spaß, muss ich sagen. Du musst halt wirklich aufpassen. Greift schon wieder irgendwer? Ja, klar, greift schon wieder wer an. Oh. Boah, schon wieder so einer. Ah ja, der haut immer seine ganze Ausdauer raus und dann... Das hält die Ramme nicht lange durch. Ui. Boah, den kann ich gar nicht abblocken. Was ist, was macht da so viel Schaden? Ein Pfeil von hinten und das war's mit mir. Nein! Fuck! Weißt du, diesen Kampfstil, wenn man schon ein paar Stunden hat, ist das Weg. Lustig. Es oh! Keinen Weg zurück, nur Spiel vorwärts. So scheiße. Das tut mir leid an alle Veteranen. Hast schon ein Auge auf Apex geworfen? Ja, aber keine Ahnung, das ist nicht so. Battle Royale Games. Weiß nicht. Da bin ich raus. Ich frage mich, wie die Veteranen kämpfen. Der ist übel, der Typ. Greifen die Mannschaft an. Was geht mit dem ab? Was ist da? Was? Ich kann nichts machen. What the fuck? Boah, der... Hä? Der greift mich an, obwohl ich nicht mal... Ich sehe keine Animation bei ihm. Ja, ich fand bislang auch jedes Battle Royale kacke, aber ich habe Titanfall geliebt und das sind ja die gleichen Entwickler. Apex ist tatsächlich das erste Battle Royale, das ich gut finde. Ja, passt ja auch. Also. Sie sind bei der Mannschaft. Ich habe auch nichts gegen Fortnite jetzt, aber mir macht es halt keinen Spaß. Allgemein, ich bin nicht mehr so auf Shooter. Das ist halt das Hauptding. Das kann man nicht blocken, diese Kacke. Oh, yeah. Nein, der soll weggehen. Oh Mann. Ich habe gegen den einfach keine Chance.
Oh oh. Lauf, 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 lauf. Scheiße. Ich will mich noch heilen. So, jetzt. Oh, die sind ja so zweit, ja. Ich will zuerst ihn fertig haben. Sie sind bei der Mannschaft. Jawohl. Puh. Keine neuen Spieler bis die alten durch sind, nicht wahr, Domme? Ja gut, ja gut. Das war mehr oder weniger gratis, ne? Und es geht ja auch nicht so lange, schätze ich. Ich habe gehört, dass die Story nicht so lang geht. Die Ramme verteidigen, bis wir durchgebrochen waren. Eine Doku auf Arte. Das habe ich schon 100 Mal vorgenommen. Ich glaube, wenn ich das durchziehen würde, dann müsste ich mir nie wieder ein Spiel kaufen. Also ähnlich geht es mir auch, die Seahottie. Ich habe so viele ungespielte PlayStation 4 Spiele noch vor mir. Oh, was machen die zwei hier? Das ist eine Frechheit hier, skandalös. So, die Ramme ist bereit. Oh.
Oh ja, ein Duell. Gegen so einen Wikinger. Gudmunda. Auf geht's. Der liegende Real der Festung. Ich glaube, der wird mich zerlegen. Oh, wie soll ich den? Was passiert hier überhaupt? Oh, das ist doch was. Scheiße, ist der heftig. Hä, warum trifft er mich, obwohl ich ausweich? Scheiße, ich kann gar nichts machen. Man kann ihn nicht stoßen. Oh, der dreht komplett durch. Ein Jarl. Ich kann nichts machen. Ist mal der härteste Gegner, den ich habe. Oh, shit. Oh, was passiert? Auf die Beine. Wir waren drin. Das war der Untergang der Wikinger. Aber waren wir nicht genau deshalb hier? Boah, gegen die habe ich meine Probleme immer. Das war nicht die erste Festung, die ich brandschatzte. Warum beunruhigte es mich? Warum beunruhigt mich das? Ja, das... Scheiße. Jürgen wurde schwach, doch es ging nicht anders. Er konnte nicht aufgeben. Er musste kämpfen. Das ist korrekt, ja? Du hast einen Schwamm mit den Haien, bis er durchgebrochen ist. 1000 Bilder später, Thorsten geht am Strand kacken. Was? Boss gegen Ameise, ja, so habe ich mich gefühlt, Michi. Der gibt dir ganz ordentlich auf die Backen. Ja, ja, also ich glaube, den werden wir wiedersehen. Tommy, der ist schwer, oder? Der sieht auch cool aus. Ich bin für den Opa mit dem Schild. Cool, ich will auch weiterreden können, wenn ich tot bin. Das habe ich mir auch gedacht, ja. Ja gut. Oh, der Scheiner. Das war der Untergang der Wikinger. Erst, den kannst du nicht ausweichen. Genau, ja, auch mit dieser Scheiße, Mann. Das war nicht die erste Festung, die ich brandschatzte. Warum beunruhigt er es mich? Ja, Mann, ja. Mann! Oh, der ist schwieriger als der Boss. Schwieriger als der Boss, ey. Wir waren drin. Das war der Untergang der Wikinger. Aber waren wir nicht genau deshalb hier? Na, jetzt mach ihn. Jetzt mach ihn, Leute.
Es war nicht die erste Festung, die ich brandschatzte. Warum beunruhigte es mich? Jetzt mach ihn, Leute. Und ja, und ja, und ja. Und noch einen nach. Oh, und. Ach, scheiße. Ah, er ist müde. Jawohl. Die Festung von Svarngard war die Heimat einiger der reichsten Wikinger-Clans. Der Handel bringt immer solche Menschen hervor. Nun müssen sie um ihre Nahrung kämpfen. Ah. Wir waren drin. Das war der Untergang der Wikinger. Sagte er bereits zum dritten Mal. Wie in einer Dokumie. GZ, Dankeschön. Oh shit. Das war einer von uns. Also die machen mir Spaß hier. Die sind kein Problem. Gegen wen kämpfen wir hier? Ja, die Großen machen auch Spaß, aber die sind echt knackig. Aber genauso wollte ich es ja auch. Deswegen habe ich auch Spiel auf schwer. Oh, die greift schnell an. Okay. Gibt's hier irgendwas? Gibt's noch irgendwas hier? Beobachtungspunkt oder so? Was machen wir dann hier? Der legendäre Jarl Gudmundur. In einer anderen Zeit wäre er König gewesen. Schon und von seinem erkennt. Volk geliebt worden. Der wildeste aller Krieger. Wer sich ihm entgegenstellte, wäre zu einer weiteren Kerbe an seinem Gürtel geworden. Oder zu einer Legende. Oh shit. Ihr seid stark, Gudmundur. Oh, die sehe ich nicht. Ich sehe die nicht. Ja, greif. Komm her. Ich hab keine Ausdauer mehr. Oh no, oh no, 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 no. Euch muss nicht leiden. So, nur noch her.
Ach komm, ihr wollt mich doch verarschen. Schon wieder. Wie viele Wölfe haben wir? Genau. Ich glaub's auch, ich glaub's auch. Das ist Wahnsinn. Euer Ruf eilt euch voraus, Gudmunda. Ist das fair? Ich glaube nicht. Diese Rasselbande hier. Gebt auf, euer Volk muss nicht leiden. Die Tour gefällt mir bis jetzt echt gut. Heute weiß ich, was mich an jenem Tag beunruhigte. Attacke! Wir wollten Überlebende hinterlassen, die den anderen berichten konnten, was in Svermgard geschehen war. Und sobald sie davon erfuhren, würden sie kommen, um zu sehen, was übrig war. Ah, die Punkte sind die Pickups. Oh, jetzt der letzte Kampf wahrscheinlich. Valhalla wartet, mein Freund. Ist bereit. Oh, was ist das? Hä, was macht der? Was macht der? Was war das für eine Scheiße? Lass mich in Ruhe. Oh, was machst du? Ich
Na, wenn das so drauf ist, dann brauche ich ihn nicht hier. So, ich muss nochmal weg. Wie lange streamst du heute? Ich schätze bis, so wie immer, bis ungefähr, weiß nicht, 11, 12. Oh, ja, 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 ja. Tschüss, mach's gut. Schönen Abend ansonsten, gell? Soll Heel euch holen? Heel. Mercy. Warum sind wir hier? Ich glaube, ihr wisst es. Hunger. Hier lagern sie ihr Saatgut. Es wird keine nächste Ernte geben. Bis zum Winter werden sie sich für die übrige Nahrung gegenseitig umbringen. Ich habe geschworen, für den Frieden zu kämpfen. Und ihr auch. Ihr alle. Ein ehrenhafter Ritter. Diese Nahrung, warum verbrennen wir sie nicht auch? Was glaubt ihr, was die Clans tun, wenn wir alles verbrennen? Sie verhungern. Sterben. Sie vereinen sich. Doch wenn noch etwas bleibt, gerade genug für zwei, vielleicht drei Clans, dann werden sie um diese Überreste kämpfen. Boah, das ist fies. Und die Wölfe unter ihnen erheben sich. Wir sind nicht hier, um sie auszulöschen. Wir sind hier, um ihnen zu zeigen, wer sie sind. Um sie zu befreien. Gehen wir nach Hause. Aber gescheit. Gescheit. Aber ich mag sie irgendwie trotzdem nicht. Ich weiß nicht warum. Fanatiker bleibt Fanatiker. Die Olle hat auch nicht alle Murmeln beieinander, ja. Das ist korrekt. Also stehe ich nicht allein da mit der Meinung. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Charakter ziemlich gefeiert wird, aber ich bin da, weiß ich nicht. Ich meine, ja klar, also ein schon Badass, der Charakter.